Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Nachdem wir in der letzten Folge eine Hurk-Mission gemacht haben, Hurk, der Jammerlappen haben wir ihn ja liebevoll genannt, habe ich jetzt gesehen, wir haben ja immer noch die, ja, hier einsam und verlassen, hier ganz unten eine Longinus-Mission. Das ist die einzige wohl, die es hier unten auf der Karte, auf dem Kartenteil noch gibt, deswegen reisen wir mal schnell darüber und machen mal wieder eine Longinus-Mission. Und danach, wahrscheinlich in der nächsten Folge, kümmern wir uns dann oben um die Amita-Mission oder um die Hurk-Mission. Da sind ja dann zwei oben. Da bist du ja. Ich dachte, hallo. Du kommst nicht zurück. Doch, ich komme immer wieder zurück. Oh, da steht ein Gyrocopter. Ist das schön. Dann fliegen wir doch glatt mit dem Gyrocopter mal rüber zu Longinus. Oh, mir ist gerade... Hallo, mir fliegen Kugeln um die Ohren. Was ist da denn los? So, ich markiere mir mal ganz kurz noch den Longinus hier. Hier, da müssen wir hin. Und dann schauen wir mal gleich, was der wieder für uns hat. Unser lieber Longinus. Ein jeder, der Ohren hat, soll hören. Offenbarung 13,9. Ich bereite Predigten vor. Das sind viele Predigten. Und alle Menschen werden sich fürchten und verkünden, dass dies das Werk Gottes war. Und für dich gibt es doch ein verlorenes Schaf. Finde es, folge ihm und bring mir, was du findest. Okay, ich habe ihn nicht ganz verstanden. Was sollen wir holen? Was sollen wir finden? Schauen wir mal. Ist direkt ums Eck. Fliegen wir trotzdem. Dann geht's schneller. Okay, wir müssen direkt auf die Brücke hier. Ein Schmuggler nähert sich. Lass dich nicht entdecken. Ach, das ist wieder sowas. Ja. Das letzte Mal sind wir ja entdeckt worden. Und natürlich auch jetzt wieder. Egal, wir folgen dir wieder, mein Freund. Und locken dich dann aus. Kurz bevor du ankommst. Haha. Oh, da unten ist wieder so ein riesen Fisch hier. Und ballern wir gleich wieder mit dem Granatwerfer runter auf sein Bötchen. Wo will er denn hin, der Liebe? Ich glaube, da hinten müsste das sein. Oh, verflucht. Oh, shit. Nein! Oh, Gott sei Dank war da Wasser unter uns. Alter Schwede. Alter Schwede, das war ganz schön. Halt, nein, nein, nein. Uiuiuiui. Das war ganz schön knapp hier. Dieses blöde LMG auf die Entfernung ist halt echt kacke. Okay, da sind noch mal welche. Au. Au, verflucht. Knapp. Ach, verflucht nochmal.
Da ist noch einer. Nix da für ein neues Kyrat. Wir sorgen für ein neues Kyrat. Okay, wir sind am Gewölbe dran. Wir haben alle ausgenockt. Und schauen mal, was uns da drin wieder so erwartet. Bestimmt ein paar Gegnerchen. Ah, fuck, da ballert einer von da hinten. Da ist der Sack. Komm, zeig dich. Zeig dein Köpfchen. Der Arsch zeigt sich nicht. Ah, hier ist es. Sehr geil. Wir haben den nächsten Blutdiamanten, Leute. Alter, wollte ich doch gar nicht. Alter, was liegt denn hier alles rum? Können wir das nicht noch mitnehmen? Oh, da kommen aber ganz schön viele hier. Hoho, da stehen ganz schön viele vor der Tür, würde ich sagen. Ah, nein. Boah, war das knapp. Steht mir direkt vor der Hütte ein Protektor. Alter Schwede, ey. Ich glaube, ich spinne. Boah, verpiss dich. Okay, einer noch, dann haben wir's. Ja. Haben wir es doch noch geschafft hier, ne? Was ist das denn? Können wir da... Ach, hier noch ein Drüchen. Ein Drüchen. Ich habe das Gefühl, das ruckelt hier gerade ein bisschen. Falls ja, falls es bei euch nachher auch ruckelt, entschuldige ich mich dafür schon mal. Das wird wahrscheinlich wieder am Rendern liegen. Normalerweise läuft das Spiel hier echt flüssig, auch während dem Rendern. Aber so ab und zu, ich weiß es nicht. Ab und zu habe ich dann mal so ein paar Lags drin. Okay, wir müssen da rüber ans andere Ufer. Da klauen wir uns doch gerade mal hier das Ding. Können wir das klauen? Hallo, ich will mit dem Boot fahren. Warum kann ich das Boot nicht nehmen? Was ist das denn für eine Sauerei? Oh, Mann. Da müssen wir wirklich schwimmen, ne? Da werden uns bestimmt wieder ein paar Fische beißen hier. Aber egal, bevor ich da komplett drum rumfahren muss. Oh, was haben wir denn hier? Haha, wir müssen doch nicht schwimmen. Ja, los geht's. Boah, das Ding geht ganz schön ab. Kommen wir fast bis vor die Haustür. Nicht schlecht. Achso, andere Seite. Nee, hier müssen wir rein. Das war's. Okay, die Mission ging wieder ratzfatz. Das war wieder mal eine kurze Longinus-Mission. Und es gibt schon wieder eine neue Longinus-Mission, sehe ich gerade. Und zwar wo? Wo ist sie denn? Bin ich jetzt blind? Ich sehe sie nicht. Hm. Naja, egal. Vielleicht, wenn das... Wenn die Info oben links weg ist... Vielleicht, ah, da kommt was. Moment, Moment, stopp, halt, stopp. Bam. Tja, das war's schon wieder mit euch, Freunde. Das war eine kurze Fahrt.
Okay. Also ich denke, da nicht alle Missionen so kurz sind wie die von Longinus, also hier Herc, Yogi, Reggie, Amita, das wird wahrscheinlich alles ein bisschen länger dauern. Nehmen wir nochmal einen Außenposten ein, um hier die Map wieder ein bisschen frei zu schaufeln. Ich werde in der Zwischenzeit zur nächsten Folge wahrscheinlich mal diese zwei Außenposten hier erobern, um einfach den Nebel zu lichten. Aber jetzt gehen wir mal. Wobei, Moment, das ist, glaube ich, ein ganz schönes Stückchen. Ja, genau, wir porten uns mal zu unserem Haus. Da sind wir dann ratzfatz beim Außenposten und nehmen den einfach mal noch gediegen ein. So ein Außenposten ist ja mittlerweile ein Spaziergang, nicht wahr? Und wir haben hier unseren Gyrocopter-Landeplatz. Das ist natürlich sehr geil. Hui. 500 Meter, ja, das haben wir doch ratzfatz zurückgelegt. Wir könnten den auch vollkommen von oben mit dem Granatwerfer zerballern, den Außenposten. Sollen wir das mal probieren? Können wir eigentlich mal testen, ne? Hohoho! Sind da noch mehr Gegner? Komm, einer noch. Wo ist er? Ha, wie geil ist das denn? Ich glaube, wir haben den Dinger tatsächlich mal kurz aus der Luft erobert. Ist das denn geil? Oh, fuck, mich knallt da noch was ab. Ach, guck mal. Erlöse uns von dem Bösen. Erfolg freigeschaltet. Sehr geil. Aktion beendet. Erlöse uns von dem Bösen. 30 Uplay Points. Fett. Das ist geil. Tja, wir haben es geschafft. Wir haben den Außenposten mit dem Gyrocopter erobert. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Geile Sache. Die Zivilisten wieder. Ihr seid auch nicht ganz sauber, Leute. Da fahren die Zivilisten unsere eigenen Leute um. Das kann doch nicht wahr sein. Die sind echt crank. Nein, du sollst nicht aufs Dach, Mann. Ich bin ja wieder übermütig hier. Ich habe vorhin gesehen, als ich mal kurz verkaufen war, dass es wieder... Ja, ja, schon recht. Dass es wieder neue Sachen gab. Jetzt gucke ich mal gerade rein. Füllen wir es mal kurz wieder auf hier. Wie schnell der Körperpanzer immer weg ist, das ist unfassbar. Ja, hier Seitenwaffen. Ich habe gesehen, da gibt es ein paar neue Sachen. Also Granatwerfer, würde ich fast sagen, ist unverzichtbar. Auch wenn ich wirklich gerne mal die Repetierarmbrust nehmen würde wieder. Aber wir behalten den Granatwerfer. So, und hier hat es wieder ein paar Sachen freigeschaltet, glaube ich. Oh, was ist das denn? Zweihändig Spezial. Achso, das hatten wir schon. Das war schon. Ah, geil. Das waren einzigartige Waffen. Boah, krass. Was ist das denn hier für ein Dingen? Genauigkeit fast Schussfrequenz. Alter Schwede, was ist das denn? Ein Stinger. Geil. Also das Ding muss ich ausprobieren. Unbedingt. Reichweite ist natürlich beschissen, ja, das ist klar, ne? Aber. Krankes Teil. Das ist eigentlich. Alter Schwede. Ja, das will ich haben. Unbedingt will ich das Ding haben. Jetzt ist nur die Frage, gegen was tauschen wir das? Granatwerfer bleibt. Die Waffe ist auch super. LMG. Ja, LMG würde ich sagen, lassen wir auch mal. Dann hauen wir die hier weg. Ja. Tun wir die mal weg.
Was könnte man denn noch Schönes holen hier? Die Stinger, weiß ich nicht, das ist eher... Nee, das ist ähnlich wie das Ding, aber das ist viel besser, das Teil hier. Und das hier ist eine Schrotflinte. Schrotflinten finde ich nicht so geil. Auch wenn das Ding einen übel krassen Schaden macht, ne? Ja. Sixer ist eine Pistole, will ich nicht. Nee, will ich nicht, will ich nicht. Könnten wir irgendwas anderes mal für unser LMG nutzen vielleicht? Raketenwerfer, ne? Warum nicht? Aber Raketenwerfer ist wahrscheinlich... Ach nee, Raketenwerfer können wir überall hinsetzen. Ah. Jungens und Mädels. Wir nehmen mal hier den Raketenwerfer. Genau so machen wir das. Und dann, genau. Dann kann ich die Repetierarmbrust nehmen. Die will ich unbedingt mal dabei haben. Ich finde das Ding voll geil. Fett, okay. Das ist, Ich komm klar. Lass mich einfach. Jetzt gucken wir doch gerade mal. Ja, Mann. Unsere neue Seitenwaffe, die Repetierarmbrust. Oh, Leute, ich sehe da was. Ein bemalter Elefant. Das ist das, was ich erwähnt hatte in der letzten Folge. Die bemalten Elefanten, die ich mir mit Uplay Points freigeschaltet habe. Geil. Sieht cool aus, muss ich sagen. Komm mal her, Elefant. Komm mal her. Ja, du siehst cool aus, ey. Ach so, die sind nur vorne am Kopf bemalt. Hallo. Na, alles klar bei dir? Lauf doch nicht weg. Ich will dich doch nur betrachten, du hübscher Elefant. Naja, er will irgendwie nicht. Der hat keinen Bock auf uns. Okay, wie viel Munition gucken wir jetzt gerade mal? Ach du Heilige. Okay, für einen Raketenwerfer haben wir halt wirklich nur 5 Schuss. Ach du Scheiße. Und für das Ding nur 96 Schuss. Ja, das macht es nicht gerade besser. Das ist total mini, das Magazin. Aber das soll ja mega genau sein. Ich will das jetzt mal testen an irgendwas. Hier testen wir das mal an dem Vieh hier. Wow. Kranker Scheiß. Das Ding ist ja wirklich mega genau. Und die Schussfrequenz ist pervers. Kurz mal draufhalten und das Ding ist leer. Alter Schwede. Okay. Das Ding ist wirklich krass. Aber die Munition ist halt echt, also das ist wirklich ein Manko, ne? Ich weiß nicht, ob das so taugt. Aber wir werden es jetzt erstmal so behalten. Und den Raketenwerfer, den nutzen wir dann wirklich nur im Notfall, wenn wir, keine Ahnung, einen Heli töten müssen oder sowas. Da ist er wieder, der liebe Elefant. Ich will jetzt mal... Hallo! Ich will jetzt mal einen bemalten Elefanten reiten. Genau, hallo. Den schnappen wir uns jetzt. Und mit dem Elefanten schauen wir mal gerade, wie weit sind wir denn weg. Ach, die Yogi und Reggie Mission hatte ich ganz vergessen, genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle gerade mal einen Stopp. Laufen in der nächsten Folge mit dem Elefanten hier rüber zu Yogi und Reggie. Denn ich mag Elefanten. Ja, das soll's dann auch. Ja, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Ihr könnt mal weiterleben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Bis dahin. Tschüss.